Ja, und wir werden die Hilfe von allen brauchen. Wir können diese Doppel-T-Träger zusammenschweißen und so einen Ast bauen. Ja, und wir können sie mit etwas schnell trockendem Zement befestigen. Das wird uns helfen, ein Loch in den Fels zu bauen, um den Ast zu verankern. Und weißt du, was wir brauchen, um diesen selbstgemachten Ast in das Ankerloch zu treiben? Einen Baggertraktor! Die Doppel-T-Träger sind alle zusammengeschweißt und stabil. Und ich habe den Zement gemischt. Er ist fertig zum Gießen.